Hallo meine Freunde. Wir gehen heute in einen Baumarkt, respektive Heimwerkermarkt, respektive Handwerkermarkt. Ich habe hier gerade so eine Bodeneindrehhülse in der Hand. Im Grunde genommen kann man sich so ein Ding vorstellen wie ein Mini-Implantat. Der Unterschied zwischen einem Mini-Implantat und einem normalen Implantat ist, ein normales Implantat ist mindestens zweiteilig. Ein Mini-Implantat ist einteilig, so wie dieser Bodenpfosten hier. Bedeutet, du hast meistens ein Außengewinde und daran befestigt ist ein Kugelkopf zum Beispiel. Das ist jetzt hier ein Vierkant. Ja? Der untere Teil wird in dem Fall in den Boden geschraubt und oben wird eine Befestigung drauf gemacht. In dem Fall ein Pfahl zum Beispiel. Und in der Zahnmedizin würde man hier zum Beispiel einen Zahnersatz drauf befestigen. Das wird in den Kiefer geschraubt, das guckt raus und darauf kommt der Zahnersatz, wird er befestigt. Ja, dann steckt im Zahnersatz eine Matrize, peng. Ich glaube, das ist hier Hartmetall. In der Zahnmedizin wird natürlich Titan verwendet. Ne? In der Zahnmedizin wird mit unterschiedlichen Keramiken gearbeitet und im Grunde genommen ist das eigentlich Sand, ne, der weiterverarbeitet wird. Und ich möchte jetzt eigentlich auch mal mit einer Sache auflösen. Keramik ist auch ein Metall, nur damit das mal ein für alle Mal klar ist. Es gibt keinen metallfreien Zahnersatz.